ich muss hier schnell wegrennen. Hinter mir ist der Horror-Dog, der, und der verfolgt mich schon die ganze Zeit. Der lässt einfach nicht los. Ich werde dich aufessen, Catnap. Bleib stehen. Oh Mann, wann kapierst du es endlich? Ich bin nicht Catnap. Wer ist überhaupt Catnap? Leute, ich muss hier ganz schnell abhauen. Oh, ich habe eine Idee. Ich gehe schnell zu Ugrit und bin ich bestimmt sicher. Okay, schnell die Tür auf. Seit wann hat der eine Bunkertür? Aber das ist perfekt, Leute. Und schnell zu hier. Haha, Dog, jetzt kriegst du mich nie im Leben. Oh Mann, komm da raus. Ich werde dich aufessen, wenn du da einen Schritt dich nur rauswagst. Oh nein, Leute, schaut mal, wie gruselig der ist. Der hat solche Horrorzähne. Haha, hier kriegst du mich niemals. Und jetzt gehe ich mal zu Ugre. Ist er überhaupt zu Hause, Freunde? Warum ist hier alles so regenbogenfarbig? Egal, ich gehe mal hoch. Ich glaube, der ist dort oben bei seinem Schlafzimmer. Ich bin hier oben, Sim Lucky. Schau mal, ich bin einfach Elefanti geworden. Warte mal, was redest du? Ey, Ugre, wie siehst du denn aus, Junge? Hä, hey, warum bist du zum Elefanten? Ey, Ugre, das bist du gar nicht. Das ist mein wahres Ich schon immer gewesen. Ich fühle es. Guck mal, er ist richtig schön. Du bist ein Elefant. Du bist fett und riesig. Ja. Ja, und dafür habe ich einen riesigen Rüssel. Okay, wie kannst du mir das erklären? Warum bist du zum Elefanten geworden? Sag mal. Ey, ich weiß nicht, warum sie machen, aber anscheinend sind alle aus der Ugri City zu Smiling Critter mutiert. Was? Also auch ich? Aber warte mal, ich bin doch ganz klar Sim Lucky. Ich bin nicht kein Smiling Critter. Oh nein, Sim Lucky, ich weiß, was passiert ist. Du bist nicht richtig mutiert. Das heißt, du wirst jetzt wahrscheinlich von allen anderen Smiling Critter gehasst, oder nicht? Ey, das kann was erklären. Das kann erklären, warum Doc, der die ganze Zeit auf mich sauer ist. Deswegen hasst er mich, weil ich kein richtiger... Stimmt. Weil ich kein richtiger Smiling Critter bin. Als ich deutlich dieser Elefant war von Smiling Critter, was? Da waren alle richtig sauer auf mich und weißt du was, Doc, der wollte mich einfach essen. Ja, mich auch, Ugri, aber sag mal, wie kann ich denn richtig krass werden? Ich weiß nicht, also ich musste so eine Ausbildung machen, ich habe es direkt Level 100 geschafft, schau ich mir jetzt Level 100 Elefant. Was, du bist Level 100 Elefant, aber du siehst echt richtig Noob aus, ich werde Level 1000, sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaub, du bist nicht der Elefant, du bist Catnap, weil du bist so lila. Was, nee, Ugri, du redest Blödsinn, ich bin gar nicht lila, schau, warte mal, du hast recht, warum ist mein Gesicht lila? Du hast so einen Infekt oder sowas in deinem warum bin ich was für ein Popo bekommen? Junge, ich bin Lila! Ich verwandle mich jetzt nicht etwa zu Catnap? Nein. Nee, du musst dich verwandeln, weil sonst wirst du gegessen von Dog Day. Was für Dog Day? Der heißt Dog Day, Ugri. Aber, da kannst du mir sagen, wie ich krasser werde? Bitte, ich muss mit ihm eine Ausbildung machen. Schau mal, nimm das hier so, Maki. Schau, ich hab was für dich. Wie, du hast was? Was ist das denn bitte sehr, Ugri? Das ist mein kleiner Cousin. Nein, mach den weg, das brauche ich nicht. Okay, warte, ich habe hier was anderes für dich. Das ist ein Trank, okay? Nimm den so, Lucky. Ey, werde ich dann etwas zu Catnap? Dann wirst du auf jeden Fall schon mal Level 1 erreichen, aber du musst ja Level 100 erreichen. Keine was? Ahnung, wie du das machen kannst. Okay, ich bin richtig gespannt. Gib mal her, gib mal her. Und wow, komm schon. Das hier. Boom, ey, nimm das. Let's go. Was ist das für ein Trank? Und da ist ein X drauf. Soll ich das wirklich auf mich werfen? Das ist aber dann nur Level 1. Leute, schaut mal, meine Hände sind schon zu Catnap mutiert und ich einfach zur Hälfte schon. Aber jetzt werfe ich es auf mich und werde zu Catnap mutiert. Let's go. Wow. Und wow, Leute, ich habe mich einfach verwandelt. Aber warte mal, ich bin auch immer nicht Catnap. Ich habe Ohren bekommen. Ich habe Ohren wie eine Katze bekommen. Sim Lucky, warte mal. Aber du hast doch nicht so einen dicken Rüssel wie ich. Ah! Ja, Ugri, so einen dicken Rüssel wie du will auch, glaube ich, niemand haben. Junge, der ist voll cool. Den kann ich einfach überall hinbewegen und damit kann ich alles aufnehmen. Das ist meine dritte Hand sozusagen. Lol, Ugri, das geht bei dir ab. Egal, Leute, ich glaube, ich weiß, warum ich noch nicht vollständig mutiert bin zum Level 1 Catnap. Ihr müsst erstmal allen Abo und ein Like da lassen auf 3, 2, 1, 0. Komm schon, Leute. Liken, abonnieren, Leute. 3, 2, 1, let's go. Let's go, Freunde, ich muss mich jetzt wirklich mutieren. Komm schon, damit ich zu Catnap werde. Let's go. 1, 2, 3, let's go. Lasst allen Abo und ein Like da. Wow. Und wow, Leute, wir haben es wieder verwandelt. Ich bin Catnap. Warum lass mich auf? Was soll das? Lucky, du bist super winzig, Alter. Was geht bei dir ab? Du hast recht. Ugri. Ich bin mal ein Block groß, Alter. Ey, wie? Ich bin kein. Doch, natürlich bin ich blockgroß. Ugri, kannst du dich schauen? Bist du blind auf Beinaugen oder einfach nur blöd? Schau, ich bin blockgroß. Junge, auf mich zu hinten, ey. Weißt du was? Sag mal so, wenn du der König von allem werden willst, dann musst du Level 100 Catnap werden. Junge, ich werde Catnap. Ich Level 100. Ugri, du kannst keinen. Ey, du redest echt ein bisschen komisch. Ja, weißt du was? Ich gehe jetzt raus und ich gehe zu Dog Day. Aber weißt du, wo sein Ausbildungsplatz ist? Nein, das weiß ich nicht, Sim Lucky. Aber ich habe Dog Day zuletzt beim Strand gesehen. Du solltest mal vielleicht da vorbeischauen. Beim Strand, da gehe ich sofort hin. Let's go, Leute. Wenn dort Dog Day ist, ciao, dann kann ich mich da ausbilden. Ja, ciao, ciao. Warte mal, wie heißt du jetzt eigentlich? Ich bin der einzig wahre Buba Duba Dibidet, aber du. Okay. Okay, wie auch immer. Ich bin jetzt mal weg, ne? Ich bin jetzt Catnappy, Leute. Oh ja, nicht Spaß. Ich bin Catnappy. Oh, warte mal, was sehe ich denn da vorne? Da ist irgendwas regenbogenfarbig. Ich glaube, da vorne muss ich hin. Let's go ab dorthin. Leute, hier vorne sollte das irgendwo sein. Und dort ist Dog Day. Oh nein, ich hoffe, der hat mich doch nicht gesehen. Wie erkläre ich ihm das jetzt? Du scheinst gewachsen zu sein. Jetzt siehst du schon besser aus. Ich glaube, ich werde dich nicht mehr aufessen. Okay, danke, dass du mich nicht mehr aufessen wirst. Ist auch ziemlich fies von der Dog Day. Aber was ist das hier vorne bitte sehr? Das ist der Ausbildungsplatz, wie du zum 1-Million-Catnap werden kannst. Level 100.000. Was? Level 100.000? Ey, das will ich auf jeden Fall werden. Wow, ich sehe es da oben.
Oh ja, dann wirst du am Ende fast so krass wie ich. Hahaha. Ich werde sogar noch heftiger. Bist du sicher? Nimm das zurück oder ich esse dich auf. Ja, alles gut. Ich renn weg, Leute, schaut mal, wie cool ich aussehe. Ich bin einfach eine kleine Katze. Ey, Ukri, der hatte nicht recht. Nee, ich sehe richtig süß aus, oder nicht, Leute? Bin eine süße kleine Katze, aber ich bin Catnap. Ich bin jetzt. Ich muss auch so tun, als ob ich Catnap wäre, um mich zu verhalten. Du musst immer besser werden. Wenn du es nicht schaffst, den Parcours zu bestehen, werde ich dich aufessen. Du wirst nie wieder Videos machen in Sepp Ukri City. Was? Ey, das ist voll ehrenlos. Nein, das will ich auf keinen Fall. Deswegen werde ich es schaffen, ganz am Ende. Warum frisst der mich gerade da auf? Was soll da? Von deinem alten Ich wird nichts mehr übrig bleiben. Du wirst ein Catnap werden. Von einem von den Smiling Critters. Was? Wie cool ist das denn bitte sehr? Ey, was denkt ihr, was ist eigentlich mit Billy passiert? Glaubt ihr, der ist auch so ein Smiling Critter geworden? Ich habe keine Ahnung. Egal, ich werde diesen Parcours bestehen. Oh, das sieht richtig gruselig und gefährlich aus. Oh ja, das musst du jetzt bestehen. Viel Spaß dabei. Nichts leichter als das. Und boom. Haha, gar kein Problem für mich. Leute, ich bin noch ein bisschen klein. Ich muss ein bisschen wachsen. Und dann kann ich einen Parcours schon viel einfacher bestehen. Desto mehr du vom Parcours schaffst, desto mehr wirst du zu Catnap verwandeln. Und zu einem Boss OP Catnap. Haha. Was? Wie cool ist das denn? Bitte sehr. Das will ich auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich auch ziemlich klein. Leute, ich muss hier schnell. Ich pack hier fest, Junge. Wow. Warte mal, ich aktiviere meine Katzenpfoten. Ich gehe hier einfach hoch. Und wow, Leute, komm schon. Und let's go. Ich bin drüber gekommen. Und warte mal, kann es sein, dass ich gewachsen bin? Du wächst so schnell. Du scheinst ein Talent dafür zu haben. Du bist jetzt schon ein bisschen größer geworden. Oh ja, Leute, ey. Fällt dir auch auf? Ich war doch gerade noch ein bisschen kleiner, oder nicht? Schaut mal, jetzt bin ich nicht mehr ein Block groß, sondern ich bin schon fast drei Blöcke groß. Ey, ich bin gespannt, dass ich gleich vielleicht so eine richtig heftige Mutation mache. Jetzt muss ich nur diesen Jump schaffen. Das schaffst du niemals. Und dann werde ich dich aufessen. Du hast insgesamt nur drei Herzen. Und wenn du es nicht schaffst, du bist aus Sepp Ukri City gebannt. Oh nein, das will ich auf keinen Fall. Deswegen werde ich es schaffen. Let's go. Okay, Leute, wir haben noch alle drei Herzen. Deswegen sollte es gar kein Problem für uns sein. Komm mal, wir springen hier überall rüber. Haha, ich schaffe das easy. Warte nur ab. Gleich wirst du gegen richtig krasse Bosse kämpfen. Wie zum Beispiel gegen Huggy Wuggy oder gegen andere von Smiley Critters. Warte mal, was? Das heißt, ich muss später vielleicht sogar noch... Oh nein, stellt euch vor, ich muss gegen richtig viele Smiling Critters kämpfen. Das wird richtig gruselig, aber ich werde es schaffen. Und ich habe das erste Level bestanden. Let's go. Warte, was erwartet mich dort vorne? Dich erwarten dort ganz, ganz viele kleine Huggy Wuggies. Und die musst du besiegen. Wenn du es nicht schaffst, gehst du drauf. Hierfür kriegst du ein bisschen Rüstung. Aber wenn du schaffst, dann entwickelst du dich weiter. Und hier kriegst du noch ein paar Goldäpfel, weil du hast bestimmt schon viel Leben verloren. Oh, danke. Perfekt. Warte mal, viele kleine Huggy Wuggies? Was soll das denn bitte sehr sein, Leute? Ich bin ultra gespannt, aber die werde ich natürlich alle besiegen. Ich glaube, die wollen mich schon alle attackieren. Die machen, glaube ich, richtig viel Damage. Okay, Leute, ich muss einen Goldapfel essen. So, bam. Und jetzt rein da. Ey, du hast mir Obsidianrüstung einfach gegeben. Oh ja, die ist richtig stark. Das ist die stärkste Rüstung von allen. Beweis dich oder du wirst draufgehen. Dann verlierst du ein Leben von drei. Okay, ich werde es schaffen. Und bam, ich besiege. Ja, gut. Wie viele sind das? Nein. Junge, das werde ich ganz sicher nicht schaffen. Wie stark sind die denn bitte sehr? Boom. Den ersten habe ich K.O. geschlagen. Haha. Die kommen hier nicht alle rein. Und bam, da kommt der nächste. Oh nein. Boom. Let's go. Oh nein, Leute. Ich habe ein Herz verloren. Oh, jetzt habe ich nur noch zwei Stück. Okay, das ist gar nicht gut. Werde ich es überhaupt noch schaffen? Haha, du hast schon ein Herz verloren. Vielleicht bist du doch nicht so gut. Ich zweifle an dir. Ich werde es schaffen. Ich werde der krasseste Catnap. Eigentlich will ich das gar nicht, aber sonst frisst er mich auf, Leute. Guck mal, wie gruselig der ist. Okay, und jetzt werde ich alle besiegen. Kommt schon her, Mann. Boom. Ich werde euch alle kriegen. Bam, bam, bam. Ihr habt keine Chance gegen mich. Zack, 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 den ganzen Goldäpfel essen. Oh nein. Ich gehe gleich drauf. Ich muss die alle essen. Schnell. Ich muss mehr Goldäpfel essen. Komm schon, jetzt werde ich schaffen. Hier ist nur noch einer. Haha. Jetzt kriege ich dich. Boom. Junge, wie schnell sind die? Freunde, was geht bei diesem Huggy-Wuggy ab? Warum ist der so schnell? Boom! Let's go! Ich hab ihn erledigt! Ich hab's geschafft. Du hast an mich gezweifelt, aber ich hab an meinen Traum geglaubt. Und deswegen habe ich alles geschafft, was ich mir je erträumen konnte. Nein, Leute, eigentlich kann ich kein Catnap werden. Was rede ich da? Oh ja, du bist richtig krass. Und ich hab dir versprochen, dass du deine Transformation kriegst, wenn du die besiegst. Und die wirst du jetzt auch bekommen. Auf 3, 2, 1 und 0. Lass ein Abo und ein Like da, damit du jetzt Transformation kriegst zu einem krasseren Catnap. Was? Ey, zu welchem Catnap werde ich denn jetzt bitte sehr? Du wirst zu einem Catnap Level 25. Oh, was? Let's go! Das will ich unbedingt. Welches Level bist du eigentlich? Ich bin Level 200. Hahaha. Das wirst du niemals schaffen. Oh, doch. Das werde ich schaffen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, Leute. Catnap Level 25. Let's go. Wow. Und wow, Leute. Ich habe mich verwandelt. Leute, warum bin ich fett geworden? Ich bin fett. Ich dachte, ich werde muskulös, irgendwie stark.
Du bist Level 25, bist stärker geworden und größer, hast du es nicht gesehen? Ja, aber ich bin irgendwie sehe ich nicht so, ich bin ein bisschen fetter geworden als gerade eben. Aber ich glaube, jetzt bin ich auch schon viel, viel stärker. Ich bin einfach Catnap Level 25, sehe ich nicht toll aus, Leute? Oh ja, aber das reicht noch nicht. Irgendwie sieht es doch immer lecker zum Verspeisen aus. Komm mal hierher. Ich würde dich gerne aufessen. Oh nein, ganz sicher nicht. Ich muss noch viel krasser werden, damit der mich nicht, damit der mal aufhört, mich anzuknabbern. Warte mal, ist da noch irgendwas? Da war doch ein Huggy-Wuggy, den habe ich beseitigt, haha. Oh, okay, Leute, so soll der mich auf jeden Fall nicht auffressen. Okay, Freunde, jetzt kann ich durch die Tür, oder was? Oh ja, ich mach sie dir auf und zack, die kann nur ich öffnen, weil ich bin stark, Level 200. Oh ja, der sieht auch richtig gruselig aus, Leute. Werde ich am Ende auch so krass aussehen? Ich weiß es nicht. Was ist das jetzt für ein Level? Du musst hier durchkommen. Das ist der Geschwindigkeitstest. Wenn du zu langsam bist, dann wirst du durchfallen. Oh nein, ich habe nur 2 Herzen, Leute. Das muss ich im Kopf behalten. Und ich habe das Gefühl, ne, das geht noch richtig weit. Ich weiß nicht, wie lang der Parcours noch ist. Okay, komm schon. Ich werde es schaffen. Der Geschwindigkeitstest, das kommt gar nicht gut, Leute. Denn ich bin fett geworden. Ich glaube, mir richtig langsam. Egal, ich werde es schaffen. Goldäpfel rein. Bringen mir eigentlich gar nichts. Egal, trotzdem. Und let's go. Ich werde es hinkriegen. Ich versuch's das erste Mal. Warte mal, Leute, warum bin ich so krass? Ey, haha, Doktor, schau mal. Du sagtest, ich bin fett. Das dachte ich eigentlich selber, aber anscheinend bin ich nicht fett. Ich bin richtig gelenkig. Ich bin eine Katze. Ich bin so schnell wie ein Blitz. Oh ja, du bist eine Katze, aber Hunde sind viel cooler. Was soll das denn heißen? Eigentlich mag ich auch Hunde lieber. Freunde, seid ihr lieber Team Hund oder Team Katze? Welches Haustier würdet ihr lieber haben? Schreibt mal in die Kommentare. Alle Hashtag Team Hund in die Kommentare. Komm schon. Oh nein, alle Hashtag Team Katze in die Kommentare. Welches Haustier würdet ihr lieber haben? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, wir müssen hier irgendwie versuchen, weiterzukommen. Warte mal, wie schaffen wir das denn jetzt? Das hier ist ein richtig schwieriger Laserparcours. Hier kommst du niemals durch, denn du bist jetzt Level 25. Ich werde es schaffen. Hundertprozentig. Leute, ich muss noch viel, viel krasser werden. Und damit ich das schaffe, lasst mal allen Abo und ein Like da wieder da, damit ich doch eine richtig krasse Transformation hinkriege und hier durch kann. Ich glaube, wenn ich dieses Level hinbekomme, dann kriege ich eine Transformation. Oh ja, dann wirst du noch viel heftiger zu einem Level 75, Catnap. Was? Level 75? Ey, das wird ja schon richtig krass. Das heißt, es wird doppelt so heftig, dreifach so heftig wie gerade, Leute. Okay, darauf bin ich ultra gespannt. Aber jetzt muss ich hier irgendwie... Oh, der macht richtig viel Damage, Leute. Kann ich hier Speedrun durchmachen? Ey, das ist doch unmöglich. Leute, wie viel Damage? Alter, wie viel Damage macht das? Das sind die gefährlichsten Laser auf der Welt. Da kommst du niemals durch. Haha, die habe ich extra programmiert. Okay, Doc, der ist richtig, richtig böse. Ich hoffe, der will mich jetzt nicht mehr essen. Okay, aber ganz am Anfang, ich habe mich echt... Leute, das war richtig knapp. Okay, jetzt muss ich es essen. Jo, ich bin halt so fett, ne? Ich komme hier nirgendwo durch. Und zack, durch. Perfekt. Ich habe einen Weg gefunden. Du gehst mir einfach nach. Das ist unfair. Oh nein, du hast mir den Weg gezeigt. Jetzt geht's hier so runter. So, zack, zack, zack. Leute, es ist so knapp. Und, zack. Bum, 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 bum. Und, let's go. Let's go. Ich hab's geschafft. Ich bin durchgekommen. Freu dich doch. Als erstes kriegst du hier ein bisschen Ausrüstung. Bitte sehr, denn gleich musst du einen richtig krassen Boss fighten. Mach dich gespannt. Es wird... Ich verrate dir noch nicht. Okay, danke. Was ist hier drin? Yo! Das ist die Catnap-Rüstung, oder was? Oh ja, das ist die... Nee, das ist nicht die Catnap-Rüstung. Das ist die Smiling Critters-Rüstung. Was? Wie cool ist das denn bitte sehr? Warte mal, die ziehe ich mir sofort an. Und damit kann ich jetzt meine nächste Transformation machen. Mit allen Abo und Like da lassen. Komm schon, Leute, auf 3, 2, 1 und 0, falls ihr es noch nicht getan habt, okay? Und let's go! Wow! Und wow, Leute, ich habe mich wieder verwandelt, Freunde. Wie krass sehe ich bitte sehr aus? Junge, schaut mal, wie... Ich bin ein fetter Mutant geworden. Junge, Junge, Junge. Warte mal, zeig mal her, du kannst dich doch nicht so krass verwandelt haben. Oh doch, haha, schau wie ich aussehe. Oh nein, du bist direkt Level 200 geworden, wie hast du das denn geschafft? Ich bin halt richtig stark und alle an Abo und ein Like da gelassen. Und jetzt bin ich ein Catnap-Mutant. Oh Mann, wenn du jetzt schon der Krasseste bist und so stark bist wie ich, will ich gar nicht wissen, wie stark du am Ende des Videos wirst. Dann müsste ich nochmal verwandeln. Du hast richtig Talent. Oh ja, haha. Leute, habt ihr es gehört? Warte mal, ich kann also noch krasser werden. Das ist nicht die Endstufe. Junge, wie krass soll ich denn da noch aussehen? Aber warte mal, wo ist jetzt mein Gegner, hä? Wo ist mein Gegner, Hein? Du hast mir gesagt, hier ist irgendwo... Das ist nicht dein Labyrinth, oder? Nicht dein Ernst. Junge, als ob ich jetzt hier durch muss. Leute, schaut mal meine Pfoten, Junge. Die sind so fett geworden. Ich bin ein fetter Mutant. Und guckt euch meine Krallen an. Freunde, ich kann einfach jeden zerstören, haha. Aber du musst aufpassen, schau mal hinter dir, haha. Was soll das denn jetzt heißen, wie ich muss aufpassen? Leute, hier ist doch nicht irgendwo eine gruselige Kreatur, oder? Was ist das denn da hinten? Ey, sag mir nicht,
Das ist doch Boxibo! Oh nein, der kommt mich attackieren! Der kommt mich attackieren! Junge, wo ist der denn jetzt hin? Jo, wie riesig ist der, Leute? Alter, der ist richtig fett, aber ich werde ihn zerstören! Ich werde ihn zerstören! Mit meinem Regenbogenschwert! Komm schon! Boom! Haha, du hast keine Chance! Alter, der ist richtig stark, Leute! Der ist ultra stark! Ich muss dich schnell weg! Ich muss dich schnell weg! Boom, boom, boom! Ich muss dich schnell abhauen! Und wow, 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 wow! Und wow, Leute, ich bin aufs Labyrinth gesprungen! Wie habe ich das denn geschafft? Haha, was machst du jetzt, Boxibo? Hä? Du kriegst mich hier nicht! Ich bin zu weit oben! Ich kann kein richtig hoch springen! Ich bin eine Katze! Haha, ich werde dich jetzt kriegen und bam, fress das. Boom, boom, haha. Warum kann ich dich nicht treffen? Junge, Boxibo, guck mal, wie der aussieht, Leute. Der ist richtig, richtig gruselig. Jetzt werde ich dich kriegen und boom, das war's mit dir. Das ist dein Ende. Bam, Regenbogen-Explosion. Boom, boom und zack, fress das. Boom. Batz, badabab, bam, haha. Leute, der ist echt stark, aber der macht mir nicht viel Damage, weil ich zu stark bin. Ich bin ein Mutantenkette, bis bam, fress das, aber der ist so riesig, Leute. Ich muss den schon killen. Komm schon, und boom, und bam, jetzt kriege ich den aber, und boom, haha. Ich werde den bekommen, zack, let's go. Ich habe Boxibo gekillt, ich hab's geschafft. Wow, du hast es wirklich geschafft. So weit hat es noch nie jemand geschafft, nicht mal Ukri. Warte mal, du hast auch Ukri ausgebildet? Oh ja, der war richtig schlecht. Der konnte nur Level 100 werden, der Noob. Was? Stimmt, Leute. War ja noch nie. Der war nicht mal als ansatzweise so krass wie ich. Und ja, let's go. Ich muss irgendwie runterkommen, Leute. Ihr wisst ja ganz genau, Katzen können sich richtig klein machen, auch wenn wir so fett sind. Und jetzt sind wir im nächsten Level. Let's go. Alter, als ob ich noch riesiger werden kann. Oh ja, kannst du. Du kannst auch viel stärker werden. Aber als allererstes musst du diesen Bootparkour bestehen. Wir müssen jetzt testen, ob du auch als Riese noch immer schnell genug bist und die Balance halten kannst. Was? Ich muss hier mein Gleichgewicht halten? Oh, Leute, ich darf hier auf keinen Fall rausrutschen und mit einem Boot? Das ist doch unmöglich als Riese. Wie soll ich das schaffen, Leute? Guck mal, meine Arme bewegen sich so krass. Ich habe einfach 4 Arme und 3 Köpfe. Okay, hier vorne ist dein Boot. Zack, setz dich rein. Okay, das kann was werden, Leute. Ich muss... Guck mal, wie witzig das aussieht, Leute. Ich bin einfach so ein riesen Catnap in einem ganz kleinen Boot drin. Oh Mann, ich muss es schaffen, Leute. Ich muss es schaffen. Und Kurve, komm schon, die muss ich kriegen. Let's go, Leute. Alter, ich sehe irgendwie ein bisschen aus wie Hulk. Findet ihr nicht? Nur so ein lila Hulk. Oh nein, oh nein, oh nein. Die Kurve, komm schon, komm schon, komm schon. Yo, 360, Umdrehung. Oh Mann, es ist knapp, wirst du schaffen? Nein, du hast es nicht geschafft. Oh nein, Leute, ich bin die Lava für Fall, jetzt muss ich hier schnell weg. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich gehe drauf, Leute. Naja. Oh nein, ich glaube, das war's mit mir. Du hast jetzt nur noch ein Herz, du darfst nie wieder drauf gehen, sonst wirst du es nicht schaffen und ich werde dich aufessen. Was, Leute? Das ist mein letztes Herz. Ich muss jetzt nochmal respawnen. Freunde, nächstes Mal, diesmal werde ich es hundertprozentig schaffen. Wenn ich jetzt draufgehe, dann habe ich verloren, okay? Und kann ich zu Catnip Level 1 Million werden. Ich werde es schaffen, Leute. Ich bin jetzt schon Level 200. Was hat er gesagt? 250? Oh ja, du bist richtig stark. Hätte ich echt nicht gedacht. Oh ja, und ich habe sogar schon... Dings, wie heißt der? Boxibo habe ich besiegt. Junge, wird da noch ein richtig krasser Boss kommen? Da wird ganz am Ende der krasseste Boss aller Zeiten kommen. Was, als wenn noch stärker als Boxibo? Das geht doch gar nicht. Komm schon, ich muss jetzt hier irgendwie drüber und Kurve nach links und jetzt einfach nur nach vorne. Und da ist noch ein Rainbow-Parcours. Oh ja, das schaffen die wenigsten. Aber schau mal, du musst es so machen wie ich. Das so machen jetzt die Profis, haha. Leute, wie schnell ist der? Warum ist der so gut? Warte mal, du bist selber reingefallen. Ich darf das. Ja, ganz genau. Hey, warte mal, was? Das ist unfair. Du darfst reinfallen und ich nicht. Ich überhole dich jetzt sogar. Komm her und boom, Leute. Ey, ich werde es auf jeden Fall schaffen, gleich ein richtig krasser Catnap zu werden, okay? Ich bin schon sowas von gespannt. Schau das Video unbedingt bis zum Ende, um das nicht zu verpassen. Ich meine, ich bin jetzt schon ein fetter Mutant, okay? Ich will gar nicht wissen, wie es am Ende aussehen wird. Und warte mal, Leute, ich hoffe, das hat er nicht gesehen. Oh, es sieht so aus, als ob er sich gesehen hätte. Warum brennst du? Ach, ich glaube, die nächste Mutation kommt gleich, deswegen brenne ich. Ich bin schon so voll, so angespannt, weißt du ja ganz genau. Sus, verdächtig. Nee, alles gut. Jetzt guck mal, ich habe wieder aufgehört zu brennen. Leute, ich hoffe, dass ich bemerkt, dass ich in die Lava gefallen bin. Okay, zack, wir gehen hier ins Boot rein. Ist das ein Bootparcours oder was? Hey, wie schwierig ist das denn bitte sehr? Aber ich werde nicht draufgehen, denn ich habe mich nochmal gerettet. Let's go. Und jetzt hier einfach durch. Boom, easy peasy. Das ist ja viel zu einfach. Wie schaffst du das? Oh nein. Okay, jetzt musst du da so rüberspringen. Hey, warte, das geht gar nicht. Wenn ich mich hier raussetze, dann fliege ich runter. Guck, bam. Ey, das ist unmöglich. Bumm. Okay, warte mal. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, was? Du hast es geschafft, als wenn. Aber jetzt kommt der ultimative Bossfight. Das kriegst du nie im Leben hin. Oh nein, Leute. Komm schon, ich muss es schaffen. Bumm. Hier rüber. Zack, das Boot kommt einmal weg. Bam, dann mach ich direkt kaputt mit meiner Riesenhand. Und jetzt, was erwartet mich hier? Was ist das denn? Oh ja, das ist der bisherige krasseste Catnip. Den musst du jetzt übertreffen. Wenn du das schaffst, dann kannst du stärker als der werden. Der ist krasser als... Was? Wie krass sieht der denn bisher aus? Und das guckt mich so gruselig an. Ey, pass mal auf, ich werde dich easy wegklappen. Komm mal her hier.
Oh nein, du musst gleich gegen den kämpfen, aber ich würde dir raten, davor erstmal eine Transformation zu machen. Denn dieser Catnap ist Level 500, der ist krasser als du. Warte mal, du hast recht, der ist viel riesiger als ich. Schaut mal, Freunde. Oh nein, ich brauche eine Mutation. Ihr müsst mir nochmal alle helfen. Lasst allen Abo und ein Like da und aktiviert die Glocke auf 3, 2, 1 und 0. Let's go. Wow, ich werde mich nochmal verwandeln. Und dann kann ich ihn besiegen. Schaut mal, der ist einfach riesiger und gruseliger als ich. Ich muss es schaffen. Let's go. Und wow, Leute. Ich bin jetzt ein riesiger... Leute, wie sehe ich aus? Junge, sehe ich krass aus? Was bin ich für ein Catnap? Welche Stufe bin ich denn jetzt? Alter, ich bin schon so viel größer als du, Doc. Der, am Anfang warst du so riesig, aber jetzt habe ich dich einfach überholt. Was? Du bist so stark geworden, das hätte ich niemals erwartet. Oh ja, jetzt wird es Zeit, dich aufzuessen. Haha. Aber erstmal, lass mich gegen diesen Catnap kämpfen. Ich will noch viel krasser werden. Komm schon. Okay, viel Spaß. Du wirst es niemals schaffen. Du zweifelst also noch immer an mich. Ich werde es schaffen und Goldapfel essen und ich krieg dich. Boom, komm her, mein Catnap. Bam, bam. Leute, der ist echt nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht, Leute. Und boom, ich krieg den. Ich kann ihn gar nicht treffen. Warum ist der so krass? Warum ist der so krass? Haha, du hast keine Chance gegen mich. Ich bin Catnap und ich werde dich besiegen. Ich bin der gruseligste Catnap. Leute, der ist echt stark. Boom, ich werde dich besiegen. Warum hat der so viel Leben? Boom, fress das. Bam, bam, bam. Haha, nimm meine... Was ist jetzt passiert? Ich hab ihn besiegt. Leute, das hat eine Ultraform oder so hat er aktiviert. Bam, ich krieg dich. Haha. Oh nein, du wirst es niemals schaffen, als wenn du so stark bist. Der hat sie zur weißen Variante ist er mutiert, um dich zu kriegen, weil du so krass bist. Oh ja, haha. Ich bin viel zu stark. Selbst die weiße Variante von Catnap kann mich nicht bezwingen. Und bam, boom, jetzt wird es Zeit, diesen Catnap ein für alle Male zu erledigen und... Boom! Batz! Leute, ich muss ihn treffen. Warum ist der so krass? Warum ist der so krass? Und bam, 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 bam! Und boom, let's go! Wow! Batz! Letzter Hit, komm schon! Und wow, Leute, ich hab's geschafft! Was? Ich bin einfach der krasseste Catnap und ich hab den heftigsten Catnap aller Zeiten besiegt. Und jetzt guck mal, welches Level ich erreicht habe. Let's go! Du hast es wirklich geschafft. Damit habe ich nicht gerechnet. Du scheinst besser geworden zu sein, als ich es bin. Oh ja, und weißt du, was das heißt? Ich werde dich jetzt aufessen. Haha, komm her, Mann! Oh nein, schnell weg hier! Komm schon, ich muss hier hochklettern! Oh, hahaha, ich werde dich noch bekommen. Jetzt verfolge ich dich, Leute. Ich würde sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt, Leute, drückt schnell aufs nächste Video und kauft euch ein Mitglied, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ciao, ciao.